Willkommen zurück zu Baphomet 5. In der letzten Folge haben wir Pearl ein bisschen aufgemuntert und jetzt kann ich dir so bestimmt einige Hinweise geben, die wir benötigen, um die Tabula Veritatis zu finden. Mrs. Henderson! George, mein lieber Junge. Wie geht es Ihnen? Oh, bestens. Danke sehr. Ich habe gerade ein Wunder erlebt, George. Jetzt wird alles gut werden. Ganz bestimmt, Mrs. Henderson. Ganz bestimmt. Pearl, was haben Sie so erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nun, George, ich bin auf der Reise gewesen. Tatsächlich? Was für eine Reise? Eine spirituelle. Eine Reise auf dem Weg zur Erleuchtung. Wow, und die hat Sie hierher gebracht? Oh ja, obwohl die Santa Cova nur ein Schritt auf dem Weg ist. Was ist so besonders an der Santa Cova? Sie ist ein uralter, sehr heiliger Ort. Ich habe mich das ganze Jahr damit beschäftigt und kann wohl sagen, dass es nichts gibt, was ich nicht darüber weiß. Wow! Sie wissen nicht zufällig was über den Felsen da draußen? Nein, nur dass die Leute seit 1000 Jahren ein Gesicht dort zu erkennen glauben. Und Sie, vertreiben sich die Zeit, Dwayne? Wie heißt es so schön, George? Alles, was geschieht, bewegt das Kaleidoskop. Und die Stücke wirbeln weiter herum. Schätze, es ist Ihr Job, sie aufzuheben, hm? Jemand muss es ja tun, Compadre. Mit Dwayne zu reden war nett, aber hinterher war man selten schlauer. Was können Sie mir zu der Statue sagen? Ich habe gelesen, die schwarze Madonna sei seit dem 9. Jahrhundert hier. Man nennt sie die Jungfrau von Montserrat. Manche sagen, das Original sei jetzt in der Kathedrale. Aber Dwayne und ich wissen, das ist ein Bluff. Stimmt's, Liebling? Allerdings, diese da ist der wahre Jakob. Was wissen Sie über die Santa Cova? Nun, mein Lieber, man nennt sie die Kapelle der Heiligen Höhle. Sie wurde im Jahr 1696 direkt in den Fels gehauen. Sie hat die Napoleonischen Kriege überlebt, Erdrutsche, den Bürgerkrieg. Und die Kapelle steht noch immer. Es ist ein Wunder. Oder eine Rekonstruktion. Wie bitte, mein Lieber? Ja, ein Wunder. Oder eine Rekonstruktion. Pearl, sagt Ihnen das irgendwas? Nichts, mein Lieber. Außer den offensichtlichen gnostischen Bezügen natürlich. Was? Sie wissen schon, die Dominikaner, all diese gnostischen Heiligen, der ungläubige Thomas, Judas. Und sehen Sie die Dame im roten Umhang? Die berüchtigte Maria Magdalena, persönlich. Die Lady in Rot. Das reicht jetzt, Dwayne. Du weißt, was ich von ihr halte. Pearl beherrschte ihr gnostisches Einmaleins. Und dann ist da natürlich der Ouroboros. Irgendwas Besonderes daran? Na, wenn ich mich recht erinnere, gab es einen Ouroboros in dieser Kapelle hier. In den 30ern und 40ern wurde die Kapelle renoviert. Die Arbeiter fanden mehrere in den Fels gehauene Symbole. Unter ihnen war ein schöner Ouroboros. Das ist ja erstaunlich. Also, wo ist er? Oh, er ist nicht mehr da. Ach. Man betrachtete ihn als Blasphemie und hat ihn zugegipst. Liebling, ich glaube, es wird Zeit für uns zu gehen. Der Weg zur Erleuchtung wartet auf niemanden. Das Los des Pilgers, George. Es war so nett, Sie wiederzusehen und Ihre Freundin zu treffen. Wir sind kein... Nehmen Sie das, Nico. Man weiß nie, wann man sowas braucht. Und passen Sie gut auf unseren George auf. Das arme, versprengte Lamm. Ich bin kein... Keine Sorge, das versprengte Lamm ist in guten Händen. Gute Reise wünsche ich. Wiedersehen, meine Lieben.
Man sieht sich. Nico, hör mir bloß auf. Versprengtes Lamm? Konzentrieren wir uns auf die anstehende Aufgabe, ja? Also dieser Ouroboros, den Pearl erwähnt hat. Richtig, den müssen wir finden. Na, vermutlich ja hier im Felsen. Allein schon dieser Altar, das ist schon sehr verdächtig. Ich konnte nichts Ungewöhnliches daran erkennen. Ich schon. Oder so. Man hatte einen modernen Gipsaltar an die Wand gebaut. Zugegipst, Gipsaltar. Kannst du Gemälde hier reinstecken? Das hätte nicht funktioniert. Dachte ich mir. Die Wand bestand hier aus blankem Fels. Es sah aus, als habe man die Kapelle in den Fels getrieben. Hat eigentlich schon was auf jeden Fall. Der Altar. Ich hoffte, es war richtig, das zu tun. Oh oh. Hey Nico, ich hab den Ouroboros gefunden. Und was jetzt? Pearl hatte recht. Der Gips hatte einen Ouroboros verdeckt. Ich drückte auf den Ouroboros, aber es tat sich nichts. Dann probieren wir es doch einfach mal mit dem Amulett. Und mit dem Medaillon. Das Medaillon stimmte mit dem Ouroboros an der Wand überein. Okay. Es war ein vergoldeter Ouroboros, verziert mit einer Art rotem Kristall. Es sah alt aus, wirklich alt. Kann man den Kristall vielleicht lösen? Nö. Ich zog an dem Ouroboros, aber er bewegte sich nicht. Ich drückte auf den Ouroboros, aber es tat sich nichts. Kann man es vielleicht aufbrechen? Weil wir haben Garn. Der Kurbelgriff gehörte zu. Ja, okay. Ich glaube, alles der Ouroboros jetzt. Ich zog an dem. Nochmal reinhämmern. Den Ouroboros hatte ich schon gefunden. Ist okay. Ja, aber. Vielleicht auch noch was Medaillon da reinzulegen? Keine Ahnung, ich hab grad keine Idee. Vielleicht hat er doch einfach Hunger. Kannst du mit dem Gemälde vergleichen? Ich brauchte ein. Nico, gib mal einen Tipp. Hey, Nico! Fällt dir irgendwas ein? Wenn der Ouroboros für verborgenes Wissen steht, vielleicht müssen wir noch etwas anderes tun, damit es enthüllt wird. Das ist ein Punkt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Nee, ich. Was kann man denn noch tun? War gut, dass Pearl weg ist, weil die hätte es nicht so gut gefunden, wenn wir hier irgendwas demolieren. Eine Kerze. Also den Lüster können wir nicht mal benutzen, ne? Den können wir nicht mal unterziehen. Das würde nie. Und die Kerze anzünden. Ich wollte meine Hose. Nicht? Okay. Nee. Wo haben wir jetzt eine Kerze aufgenommen? Das würde.
Ich hatte schon eine Kerze. Ja, wofür brauchen wir die? Ganz, ganz viele Rätsel. Steinschnitzerei. Es war die Steinskulptur, eine kniende Figur. Sie betet wahrscheinlich zur Madonna. Na klar, ich habe Hunger und ich will die Folge nicht überziehen. Tipps. Die Nische über dem Symbol mit dem Wort Puritas ist wichtig. Was? Was ist denn für eine Nische? George, geh da bitte hin. Ah. Da war eine Vertiefung in der Wand, über der etwas Lateinisches eingemeißelt war. Puritas, Reinheit. Das Wort hatte ich schon mal irgendwo gesehen. Ach, Latein. Können wir da die Kerze reinstellen? Man muss natürlich auch immer darauf achten, dass man alles sieht oder so. Was war das für ein Geräusch? Oh, nur noch ein Streichholz. Ich wusste es. Noch ein Geheimgang. Erstaunlich, George. Wie hast du das gemacht? Wieder mal ein klassischer Fall von Stobbard-Magie, Nico. Es sieht etwas finster aus da drin. Hast du Angst, George? Ach wo, war nur in Sorge, dass du stolperst, sonst nichts. Eine kurze und sehr dunkle Kletterpartie später. Boah, was für eine finstere Höhle. Die Tür macht mir eher Sorgen, George. Die geht sicher wieder auf, wenn wir eine Minute warten. Wir haben keinen Grund zur Panik. Natürlich. Etwa eine Minute später. Jetzt haben wir Grund zur Panik. Hilfe! Alle Achtung, Nico, du bleibst ja ziemlich ruhig. Seit ich mit dir unterwegs bin, George, habe ich mich an sowas gewöhnt. Würde ich ständig ausflippen, wenn wieder mal eine Tür hinter uns zufällt, dann... Hast recht. Was fasel ich eigentlich? Sieh zu, ob du die Tür aufbekommst. Und ich schaue mir die... finstere, muffige Höhle an. Ja. Im Dunkeln rumzutasten machte mir wenig Laune. Aber naja, das tat ich schon mein Leben lang. Also, was soll's. Großes Ding. Das Gebilde hatte Äste wie ein Baum. Fühlte sich kalt und glatt an, wie blank geriebener Stein. Dickes Ding. Es fühlte sich kühl an, wie behauener Stein. Das war nicht der ideale Zeitpunkt, mit Extrembildhauerei im Dunkeln anzufangen. Es war Stein mit einer Vertiefung und... Igitt einer öligen Substanz darin. In der Mitte war eine Art dünner Faden. Kann man es anzünden? Hey Nico, ich glaube, ich habe ein Licht gefunden. Boah! Das muss Genen sein. Ramon sagte ja, er sei verschwunden, als er in den Bergen nach der Tabula suchte. Hier ist er also gelandet, tot in einer Höhle. Aus der Nähe betrachtet würde ich sogar sagen, der hat sich das Hirn weggepustet. Tutu kaputo. Okay, George, ich hab's kapiert. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber schau mal, gnostische Symbole. Du hast recht. Die Farben, die Bäume.
Aber wer ist die da? Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Ist es aber nicht, glaube ich. Wie meinst du das? Das rote Gewand. Und außerdem ist sie oben ohne. Das muss Maria Magdalena sein. Na klar, Marquess hat gesagt, dass die Gnostiker sie verehren. Das hier ist so eine Art gnostischer Schrein. Die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Vielleicht ist an den Figuren irgendetwas? Aber wenn es so offensichtlich wäre, hätte Genen es dann nicht gefunden? Was ist das denn? Genen war nicht untätig gewesen, ehe er sich das Licht ausgeblasen hatte. Was er wohl vorgehabt hatte. Nico! Was? Ist das etwa das, wofür ich es halte? Das musste die Tabula Veritatis sein. Genen hatte sie also doch gefunden. Sie wirkte so klein, so unschuldig. Warum hatte Simeon sie böse genannt? Warum waren so viele dafür gestorben? Und warum all die Mühe, sie versteckt zu halten? Außer sie war tatsächlich so gefährlich, wie Simeon behauptet hat. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Ich zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Sah aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Das sind einige Buchstaben, das werden wir uns alles in der nächsten Folge anschauen. Jetzt gerade bin ich einfach nur am Sammeln von Informationen interessiert. Und dann das war das Foto einer alten Tontafel. Genen hatte etwas draufgeschrieben. Jemand, vermutlich Genen, hatte sich die Zeit genommen, die Symbole zu entziffern. Auf den ersten Blick schien es um die Heldentaten eines gewissen Sonnenkönigs zu gehen. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Also entziffern wir alles am nächsten Mal. Wie gesagt, ich gucke mich es hier nur ein bisschen um. Es war eine alte Feldflasche. Sie war schon lange leer getrunken worden. Ein alter Handscheinwerfer. Er hatte wohl etwa zur selben Zeit den Geist aufgegeben wie Genen. Das musste Genen sein. Dann war sein Leichnam schon seit Jahrzehnten hier. An der Seite seines Kopfes war ein Einschussloch. Er hatte hier festgesessen wie wir und hatte den Freitod gewählt. Ich hoffe, wir müssen das nicht tun. Ich hob die alte Pistole auf. Sie war so stark verrostet, dass sie nie wieder schießen würde. Ein Filzhut, genau wie der in Genens Truhe im Kastell. Die Jahre waren nicht spurlos daran vorübergegangen. Na gut, Leute, ich denke mal, ich werde jetzt diese Folge beenden. Bisschen vorzeitig, aber die letzte Folge ging dafür auch ein bisschen länger. Und ich denke mal, wenn alles gut läuft, kommt heute auch noch eine Stunde in. Also habt ihr auf jeden Fall ein bisschen Content noch für heute. Also ja, beim nächsten Mal finden wir einen Ausweg. Bis dann und ciao.